Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute was zusammen aussehen, worauf ich sehr, sehr gespannt bin. Ich war im Gartenmarkt und zwar bei Augsburg. Ich weiß nicht, kennt ihr Augsburg? Augsburg ist wirklich mein Untergang, wobei ich in letzter Zeit auch total am Durchdrehen bin. Leute, ich habe so unfassbar viele Samen bestellt. Ich darf es euch gar nicht erzählen. Das ist einfach unnormal, wirklich. Es ist so übertrieben. Ich weiß gar nicht, wo ich diese ganzen Sachen unterbringen soll. Ich habe jetzt mittlerweile vor... Warte, lasst mich nicht lügen. Ich werde euch einfach mal kurz meine Zettel zeigen. Ich habe hier einen Gartenkalender, den habe ich von der lieben Jessie bekommen. Das ist ihr Instagram-Profil. Der ist übrigens mega. Also ich kann euch den wirklich nur ans Herz legen. Der heißt Ulmers Gartenkalender. Und ich zeige ihn euch einfach mal. Kurz reingeguckt. Man hat eben die verschiedenen Monate. Ich gucke mal, wo jetzt irgendwas... hier, da steht nichts, da kann man das schön sehen. Das ist jetzt Juni. Juni, ja, der Juni. Und dann hat man eben hier überall noch Platz, um Sachen einzutragen. Es stehen aber auch schon Sachen drauf. Zum Beispiel Mond in Erdnähe ist sehr ungünstig für Saat und Pflanzung. Ich weiß nicht, ob ihr da euch nach dem Mond richtet. Ich habe das persönlich noch nie getan. Denkt mir aber, es kann nicht schaden. Da werde ich mich jetzt einfach mal dran halten. Es gibt aber auch solche tollen Tipps, wie zum Beispiel am 31. Mai ist das jetzt zum Beispiel. Da steht dann verschiedenste Salatsorten, Gemüse, Fenchel und Mangoldpflanzen. Ich meine, hallo? Wie praktisch! Ja, also der ist wirklich super. Und da habe ich mir eben auch alle möglichen Sachen eingetragen, wann ich was aussehen möchte. Und ich glaube, da ist man einfach ein bisschen organisierter. Ich habe mir da auch hingeschrieben, zu was ich Videos machen möchte und was ich dafür noch kaufen muss und worauf ich noch achten muss und so weiter und so weiter. Also erstmal vielleicht kurze Empfehlung für diesen Gartenkalender, weil der ist wirklich cool. Und dann habe ich mich gestern hingesetzt und mir diverse Kärtchen gemacht. Ich meine, es ist unnötig, die so schön zu machen. Das ist, ich hatte einfach nur Lust und es war Wochenende. Ich zeige euch mal, wie die so geworden sind. Das sind meine Kärtchen mit den Sachen, die ich machen möchte. Und da sind noch nicht so Sachen drauf wie Bohnen. Und, ach nee, Blumen haben wir auch noch nicht, weil Blumen, dieser ganze Pack, das sind nur Blumensamen. Und weil ich ja noch nicht genug habe, habe ich mir noch mehr gekauft. Ja, okay, ich meine, Blumen kann man wirklich nie genug haben. Da kannst du dir einfach mal welche hinschmeißen und gut ist. Ich möchte halt irgendwie so ein bisschen in meinem Garten auch Blumen haben. Ich möchte auch verschiedene Töpfe mit Blumen füllen. Darum, ja, Blumensamen. Ich glaube, Blumensamen sind noch die, die am ehesten zu vertreten sind. Weil der Rest, da fehlt mir jegliche Rechtfertigung. Wie dem auch sei, ich habe diese Teile hier voll mit Blumensamen. Das hier. Worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meinen Kärtchen hier ist, dass es mittlerweile so unfassbar viel geworden ist. Ich habe hier Tomaten, das sind zwei Blätter. Das ist einmal, was ich in Töpfen im Garten machen möchte. Dann habe ich hier ein paar für den Acker und hier noch, hier steht OGS. Ich arbeite ja in der OGS und ich möchte gerne ein paar Tomaten mit den Kindern aufziehen. Jetzt lasst mich mal kurz zählen. Es sind 17 Tomatensorten. Ohne die für die OGS. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe mir einiges vorgenommen und ich habe keine Ahnung, wo ich die ganzen Tomaten unterbringen soll. Aber wir machen das einfach mal. Ich meine, no risk, no fun, ne? Und wenn das übrig bleibt, muss ich eben gucken, dass ich die irgendwie noch verschenke oder so. Aber ich freue mich so, da sind so tolle Sorten dabei. Also ich habe auch echt noch ein paar bestellt und dann waren eben so tolle dabei beim Samentausch auch. Kann ich euch nochmal hier oben verlinken. Ja. Es ist schlimm, wirklich. Man darf mich auf keine Saatgutbestellseite lassen, weil ich raste komplett aus. Das ist vorprogrammiert. Aber eigentlich soll es heute um was ganz anderes gehen. Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel gequatscht. Es soll eigentlich um ein bestimmtes Thema gehen. Und zwar um Baumwolle. Baumwolle, richtig. Ich war nämlich bei Augsburg und habe Baumwollsamen gefunden. Das stimmt gar nicht. Das habe ich bei Obi gefunden. Also, das sind Baumwollsamen. Es wird als Zimmerpflanze verkauft. Ich meine, ist ja klar, wir wohnen hier ja nicht irgendwo, wo man draußen
Baumwolle anpflanzen kann. Hier steht drauf: Baumwolle ist eine reizvolle, anspruchslose, strauchige Zimmerpflanze. Sie ist leicht anzuziehen und schnell blühend. Die leuchtend gelben Blüten sind hibiskusähnlich und erreichen einen Durchmesser von 5 cm. 7 bis 9 Wochen nach der Blüte setzt die Fruchtbildung ein. Die taubeneigroßen Kapseln platzen auf und die Wolle quillt heraus. Die Aussaat erfolgt in sandiger Erde, nur andrücken und angießen und mit einem Papier abdecken, bis sie keimen. Hell und luftig kultivieren. Den Sommer können die Pflanzen an geschützten Stellen im Freien verbringen. Ja, ich fand's mega. Hallo Baumwolle. Ich habe auch schon das ein oder andere Video dazu bei YouTube mir angeschaut und die sollen wohl ziemlich schnell keimen. Also die Person, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, hat gemeint, nach 3 Tagen kamen da schon die Keimlinge raus. Und das werden wir einfach mal ausprobieren. Darum drehe ich euch um. Könnt ihr das hören? Da sind total viele Vögel draußen am Zwitschern. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Falls ihr es nicht hören könnt, wird das wahrscheinlich jetzt sowieso rausgeschnitten sein. Ansonsten werde ich versuchen, das ganz laut zu machen. Ich finde es gerade mega. Wie spät haben wir es denn? Wo ist denn mein Handy? Es ist 5. Und da draußen sind die Vögel am Zwitschern. Ach, ich wünschte, das wäre schon Frühling. So, wir beginnen erstmal damit, dass wir unser Pflanzgefäß hier vorbereiten. Ich habe euch ja das letzte Mal auch schon gesagt, sehr wichtig sind Löcher. Wie mache ich das jetzt? Ich habe euch das hingeschrieben gehabt. Ich habe gedacht, wir machen das nochmal kurz zusammen. Ich habe mir hier eine Kerze angezündet. Ich habe eine Zange und ich habe einen Nagel. Ich weiß, diese Zange ist monströs. Ich weiß auch nicht, wofür man die braucht. Mini-Gripper. Alles Könner für Haushalt und Beruf. Ja, das ist sie wohl. Da werde ich jetzt meinen Nagel einfach mal drin einspannen. Und was ich dann mache... Ich erwärme den Nagel über der Flamme und dann kann ich hier einfach ohne Probleme ein Loch reinmachen. Kann man das sehen? Das Plastik geht dadurch eben nicht kaputt. Das ist was, was ich eben recht praktisch finde. Und es geht sehr schnell. Den Nagel könnt ihr wahrscheinlich danach wegschmeißen, aber ja, man hat sowas ja auch einfach mal zu Hause rumliegen. So, 3 Löcher reichen mir schon. Dann kann die Kerze auch zur Seite. Ich lege mir jetzt einfach mal hier ein Tempo drunter, einfach weil ich jetzt keine Lust habe, dass hier alles voll Erde ist. Ich habe mir Erde wieder in so eine Schüssel hier reingegeben. Ach, ich habe das Wasser vergessen. Das muss ich gleich noch holen. Dann gebe ich mir hier meine Erde rein. Normalerweise würde ich das jetzt hier auch noch beschriften. Habe ich jetzt aber vergessen, ehrlich gesagt. Und ja, wenn das das einzige Gefäß ist, das nicht beschriftet ist, ist es die Baumwolle. Und ich habe zum Beweis auch dieses Video. Ja, hier haben wir die Baumwollsamen. Wir werden die jetzt mal zusammen aufmachen. Das fand ich irgendwie auch echt ärgerlich. Guckt mal, das ist hier die Keimgewehr, heißt das wahrscheinlich, ne? Ist bis Januar 2016. Also sind wir jetzt gerade noch knapp dabei. Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass danach überhaupt nichts mehr keimt. Aber die Garantie sinkt eben, ne? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viel die hier gekostet haben, die Baumwollsamen. Ich fand die aber so cool, dass ich die unbedingt kaufen musste. Ich hätte mir meine Schere mitbringen können. Oha, die sehen ja abgefahren aus. Also, schauen wir, dass wir nichts verlieren. Da ist nämlich noch Baumwolle drum. Oh, die sind total weich. Guckt mal. Und dann gibt es eben noch dieses Pflanzschildchen dazu. So. Ich möchte ein paar davon noch verschenken. Wie viele sind denn hier drin? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wow, so viele. Also 7 tue ich schon mal zurück. Soll ich alle anderen sehen? Nein, das sind so viele, ne? Braucht ja kein Mensch. Ach komm, machen wir mal 4. Wir machen 4. So. Dann haben wir jetzt hier unsere Samen. Und die werde ich jetzt einfach mal hier reinstecken, ne? Nummer 1 und 4. Wir machen noch ein bisschen Erde drüber. Den letzten Löffel noch hier den Tisch eingesaut. Jetzt gießen wir das. Machen eine Folie drüber.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn was gekeimt ist. Falls nichts gekeimt ist, sehen wir uns trotzdem nochmal und ich werde euch sagen, dass nichts gekeimt ist. Wie schnell soll das denn nochmal keimen? Also hier steht überhaupt nichts drauf. Wie gesagt, in dem Video wurde gesagt, das soll ganz schnell gehen. Hier steht das jetzt nicht. Wir warten es einfach ab und ich bin sehr gespannt. So, heute ist der 16. Januar. Ich habe das aber gestern eigentlich schon entdeckt gehabt. Ich hatte nur gestern keine Zeit, das zu filmen. Das heißt, ich schreibe euch mal hin, wie viele Tage später die jetzt gekeimt hat, weil ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Es ist auch nur ein einziges Pflänzchen bis jetzt, aber es kommt ein zweites, sehe ich gerade. Ach, wie schön. Okay, das hier ist die erste Baumwollpflanze. Ist die nicht süß? Und hier, ich glaube, hier kann man das ganz gut sehen, kommt eben noch eine. Also das ging wirklich super schnell und die sieht richtig schön aus. Die hat so, oh, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Mehr Licht, wir brauchen mehr Licht. Moment, ich manage das hier oben mit den Softboxen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sehen kann, aber die hat so kleine rötliche Punkte, auch hier unten am Stiel. Da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Oh Gott. Ja. Ich bin ganz stolz. Ja, also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin sehr gespannt, wie schnell die wachsen werden. Ach, guck mal, ich glaube, da kommt auch noch was. Oh, sehr cool. Oh, ich glaube, das kann ich euch nicht zeigen. Da unten drunter. Nee, kann ich nicht zeigen. Also 3 Stück kommen auf jeden Fall. Wie viele haben wir denn gesehen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ach, krass. Könnt ihr sehen, hier unten die Wurzel. Ja, also das ist eine coole Sache. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal abwarten, wie schnell die weiterwachsen. Und ich halte euch da auf jeden Fall up to date, auch bei Instagram. Mein Profil mache ich eh immer, ist unten in der Infobox. Ja, Baumwolle. Wir können gespannt bleiben und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.